Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Schwangerschaftsupdate von mir. Das letzte ist ja jetzt 5 Wochen her und es war sogar noch in Ungarn im Urlaub. Ich bin jetzt in der 22. Schwangerschaftswoche tatsächlich schon angekommen und es ist unfassbar, dass ich das erleben darf. Viele von euch wissen ja, dass ich Anfang diesen Jahres noch eine Fehlgeburt hatte in der Frühschwangerschaft. Ich glaube, das war die 8. oder 9. Woche, ich weiß es schon gar nicht mehr genau. Und jahrelang unerfüllten Kinderwunsch. Und ja, auf einmal bin ich zweimal innerhalb von einem Jahr schwanger und jetzt halt schon in der 22. Schwangerschaftswoche. Ich zeige euch direkt den Bauch, oder? Und wir messen direkt. Der ist ja bei mir direkt groß geworden von Anfang an in der Schwangerschaft. Also ich glaube, 8. Woche habe ich schon angefangen, Umstandsmode zu tragen. Ja, und er ist nicht kleiner geworden. Falls jemand wissen möchte, die Schwangerschaftssachen, die ich anhabe, also das Top hier, das sind immer so Doppelpacks gewesen und auch diese Hose und ich habe noch eine Jeans, die sind alle vom Lidl Online-Shop und da kostet eine Jeans, ich glaube, 13 Euro und so ein Top 5 Euro. Und da habe ich gedacht, davon hole ich mir was und das reicht. Ich habe auch eine Schwangerschaftshose bei Family gekauft, aber die hat 40 Euro gekostet. Boah, die habe ich in der ersten Schwangerschaft dieses Jahr geholt und da wusste ich noch nicht, dass es bei Lidl so günstig ist. Ja, dann hatte ich halt eine für 40 Euro. Also schaut erst bei Lidl nach. So, das ist der Bauch. Für alle, die mich nicht kennen, ist meine zweite Schwangerschaft. Die erste ist allerdings schon 10 Jahre her. Lasst euch nicht irritieren, wir sind mitten im Umzug. Und ich habe schon mal angefangen, so ein bisschen auszuräumen. Dann kann man nach und nach die Kisten mitnehmen. So, ich messe mal eben. Das ist der Kühlschrank, der sich Eiswürfelwasser zapft. Also wir sind bei 108 cm angekommen. So. Jetzt schauen wir mal in meinem schlauen Büchlein. Da habe ich schon in der ersten Schwangerschaft alles notiert. Das ist von letzte Woche. 1 cm ist der Bauch gewachsen von der letzten Woche. Und von Anfang an war mein Bauch. In der 7. Woche hatte ich 96,5 cm. Also ist er schon über 10 cm gewachsen. Und zugenommen, also ich habe jetzt die 70 Kilo überschritten. Ich bin jetzt bei 70,8. Und hier angefangen zu wiegen hatte ich mich in der 9. Schwangerschaftswoche und dementsprechend habe ich jetzt knapp 5,5 Kilo zugenommen. Ich dachte, es sind mehr. Ich dachte, das sind schon 7 Kilo. Ja, umso besser. Und im Gegensatz zu der ersten Schwangerschaft, da war ich in der 22. Woche, da hatte ich nur die 20. Woche. Da hatte ich 105 cm Bauchumfang. Also es ist schon relativ identisch, auch von der Gewichtskurve und Zahl, alles zur ersten Schwangerschaft. Jetzt kommt es zu den Gefühlen. In der 17. Schwangerschaftswoche mein Update. Da habe ich euch erzählt, dass ich mich halt ja teilweise kaum schwanger fühle. Diese Übelkeit war weg. Am Anfang hatte ich so sehr mit der Übelkeit zu kämpfen. Und mit der Müdigkeit, die war ganz extrem, die ist immer noch ein bisschen da, die Müdigkeit. Aber das kann auch einfach sein, halt durch Arbeit und Umzug und Haushalt und der ganz normale alltägliche Wahnsinn, dass deswegen halt die Müdigkeit präsent ist. Die ist eigentlich immer bei mir präsent. Also wenn ich mich hinlege, ich könnte immer schlafen, auch wenn ich nicht schwanger bin. Das könnte ich jetzt nicht sagen, dass das wirklich jetzt so von der Schwangerschaft kommt. Aber doch merke ich jetzt, dass ich schwanger bin. Sehr. Doch. Und zwar merke ich, wie sich das Baby richtig bewegt. In der 17. Schwangerschaftswoche, da war das so halt so ein Flattern und so. Das hätte auch Luft sein können oder so. Aber jetzt ist es wirklich eindeutig und manchmal ist er richtig aktiv. Ich sage immer er. Wir wissen nicht, was es wird. Es wird ja eine Überraschung. Aber wir sagen immer er, weil Bernd hat von Anfang an gesagt, das wird ein Junge.
Und irgendwie ist jetzt so, sagen wir mal, eher, obwohl wir nicht wissen, was es wird. Ja, und bevor ihr jetzt denkt, es wird ein Junge, erkläre ich euch das mal eben kurz oder habe ich euch das eben erklärt. Also der ist richtig aktiv und wenn ich meine Hand auf dem Bauch habe, dann ja, fühle ich es auch von außen schon. Bernd bis jetzt noch nicht, weil ja, der war immer, wenn der aktiv war oder es, war Bernd leider nicht da in dem Moment. Ja, aber es wird immer öfter, dass das Baby aktiv ist und es wird immer stärker und es ist so voll schön, das so zu fühlen. Also daran merke ich, dass ich schwanger bin. Das Zweite ist, ich bin mir allerdings nicht sicher, ob es das wirklich ist, dass ich schon Übungswehen habe. Es ist jetzt seit ein paar Tagen, dass ich ja ab und zu wie so einen Periodenschmerz im Unterbauch habe. Also hier so. Das zieht dann so, ja, als ob ich mal eine Periode habe und der Bauch wird hart. Und das war so am Anfang, also so vor 3, 4 Tagen war das erst so 3, 4 Mal am Tag. Und jetzt heute ist es schon echt, also die Hälfte des Tages ist rum und das war bestimmt schon 5 Mal. Aber ich habe keine Ahnung, schreibt mir mal in die Kommentare, sind das Übungswehen oder was ist das? Keine Ahnung. Also wie gesagt, ich spüre, dass das Baby aktiv ist. Es scheint ihm wohl auch gut zu gehen. Aber in der ersten Schwangerschaft, da habe ich sowas gar nicht wahrgenommen. Sowas wie Übungswehen oder Senkwehen auch nicht, habe ich überhaupt gar nicht wahrgenommen. Und ich habe das halt ja, gegoogelt, was macht man so, ne? Und da stand halt, dass Übungswehen eigentlich so ab der 25. Schwangerschaftswoche anfangen. Allerdings beim zweiten Kind oder bei der zweiten Schwangerschaft kann es auch schon eher anfangen. Keine Ahnung. Schreibt mir bitte eure Erfahrung mal in die Kommentare. Ja, ich achte immer darauf, viel zu trinken. Und ich achte auch darauf, mich gesund zu ernähren. Ich esse zurzeit jeden Tag eine riesige Schüssel grünen gemischten Salat, also Rucola, Feldsalat, Salatherzen mache ich mir rein und dann halt alles, was ich so da habe. Ich sorge immer für ausreichend Nachschub. Ich mache mir Tomate, Gurke, Möhre, Radieschen, Paprika. Dann habe ich zurzeit, stehe ich total auf diese Alfalfa oder Alfa-Alfa-Sprossen. Also alles Mögliche mache ich da rein. Zwiebeln, mische das durch, mache ein richtig geiles Dressing drauf. Das schmeckt es noch besser. Und das haue ich mir dann rein. Allerdings habe ich seit einer Woche enormen Appetit auf Süßes. Boah, ich könnte. Also unglaublich, das habe ich noch nie so. Also ja, klar habe ich schon mal richtig Hunger auf Süßes gehabt, aber so. Ne, eine ganze Woche lang und immer so schön am besten Kuchen. Ich könnte mich in die Küche stellen und voll die schönen Torten backen, um die dann zu essen. Oder Schokoriegel und Chips habe ich Lust drauf. Also so richtig schrottig, ne, habe ich Bock drauf und nicht. Ja, manchmal gebe ich auch nach, klar. Ja, auch nur Mensch, ne, auch wenn ich schwanger bin. Aber ich versuche halt dann auch so, ne, einen Apfel zu essen oder eine Banane oder so. Aber oh, genau, mein Shake oder unseren Shake, den trinken wir auch jeden Morgen. Da sind ja schon sehr viele Vitamine drin. Paranüsse für Selen. Dann haben wir Leinsamen für Omega-3 drin. Und ja, Bananen, Tiefkühlfrüchte, alles Mögliche. Also da decken wir schon echt viel mit ab. Plus meinen großen Salat. Ja, das ist schon eine Menge. Ich supplementiere auch Nahrungsergänzungsmittel und zwar Vitamin B12 und Eisen. Eisen nehme ich zurzeit dreimal in der Woche. Ich hole euch mal eben die Tabletten. Es ist doch noch mehr als nur Vitamin B12 und Eisen. Aber ich fange mit dem Eisen an. Das ist das Eisen, was ich nehme. Das ist relativ hoch dosiert. Das hat 50 Milligramm und ich nehme davon dreimal die Woche eine. Ich habe das damals auch mit dem Arzt so abgesprochen. Ich habe nicht wirklich einen Eisenmangel gehabt vor der Schwangerschaft. Man soll ja, glaube ich, 15 haben und ich hatte 14,9. Und deswegen nehme ich halt Eisen. Vitamin B12, ja, weil wir halt kein Fleisch essen. Davon nehme ich zweimal die Woche jetzt eine. Vor der Schwangerschaft habe ich einmal die Woche eine genommen und mein Blutbild, ich lasse es ja jedes Jahr kontrollieren, war immer super. Aber da man Vitamin B12 ja nicht überdosieren kann, weil was man zu viel hat, wird ja ausgeschieden übers Urin, habe ich gedacht, ich nehme einfach zweimal
die Woche eine Tablette. Achso, und das sind 5000 Mikrogramm. Die gibt es zurzeit nicht mehr. Die sind ausverkauft. Der Bernd hat so eine andere Firma bestellt. Die nimmt er jetzt. Oh, ich weiß jetzt nicht, wie es heißt. Weil ich wurde auch schon mal gefragt, welches wir nehmen. Und ich habe das immer unten verlinkt, aber das gibt es halt nicht mehr. Aber ich werde euch mal das verlinken, was Bernd da bestellt hat. Das ist auch extra dieses Methylcobalamin oder so, weil das kann ja besser aufgenommen werden vom Körper. Dann nehme ich einmal am Tag Magnesium, seitdem ich weiß, dass ich schwanger bin, weil in der ersten Schwangerschaft dieses Jahr hatte man mir, also als die Blutung eingesetzt haben, gesagt, ich soll, oder wenn man schwanger ist, soll man Magnesium nehmen und es reichen die einfachen aus dem Supermarkt, hat der Arzt damals gesagt. Deswegen nehme ich die. Und ja, weil wir ja jahrelang unerfüllten Kinderwunsch hatten, habe ich auch aufgehört, Folsäure und so irgendwann zu nehmen. Ne? Also wenn man da, keine Ahnung, 4, 5 Jahre jeden Monat wartet und es passiert nichts, ja, irgendwann gibt man halt auf. Ne? Mir wurde ja eh gesagt, ich kann keine Kinder kriegen. Von daher habe ich aufgehört, Folsäure zu supplementieren. Und als ich dann Anfang des Jahres schwanger war, dann, oh, ich habe keine Folsäure genommen. Und dann hat der Frauenarzt mir diese Femibion oder wie die heißen gegeben. Aber weil da Fischöl drin war oder was war, weiß ich nicht mehr, habe ich die nicht genommen, weil ich das so eklig fand. Er hat gesagt, das ist aber hochdosiert und sie müssen das nehmen. Aber ich hatte immer Grünkohl mit im Shake schon mit drin. Morgens in unserem Smoothie habe ich immer Grünkohl reingemacht. Und das habe ich dann halt gegoogelt, wie viel Grünkohl hat, wie viel Folsäure, und Grünkohl ist sehr folsäurehaltig und deswegen hatte ich meinen Folsäurebedarf sowieso gedeckt und ich habe dann einfach diese genommen. Das waren die, die Bernd damals besorgt hat. Ich muss dazu sagen, das war Anfang des Jahres, da war ja Corona gerade so voll, ne, Februar, März, und dann ist er einfach beim Einkauf, hat er die so mitgenommen. Normalerweise hätte ich die vom DM genommen, aber da Bernd so viele genommen hat, habe ich für 7 Kinder, glaube ich, genug hier Folsäure-Tabletten. Also diese 4 Sachen nehme ich, ja, das nehme ich jeden Tag und das nehme ich 2-mal die Woche und 3-mal die Woche. Ja, und mir hilft das immer zu sagen, so zum Beispiel, die nehme ich montags und freitags und die nehme ich montags, mittwochs und freitags. So, dann weiß ich immer, ah ja, heute ist Mittwoch, heute muss ich das nehmen. So kann ich mich besser daran erinnern. Ja, was trinken. Ja, wie geht es mir ansonsten? Ich habe starke Stimmungsschwankungen. Ich könnte jetzt nicht sagen, dass das so mit der Schwangerschaft zusammenhängt, aber der Bernd sagt, ich bin ganz schlecht gelaunt geworden und grumpy und so nicht gehässig. Ach, wie sagt man denn? Ah, der sagt einfach so, boah, hoffentlich hört das nach der Schwangerschaft wieder auf. Ja, das sagt Bernd halt. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ob es einfach die Hormone sind oder weil es der Stress ist jetzt, also was heißt Stress mit dem Umzug und so. Ich hätte halt gerne alles fertig. Ne? Ich bin in der 22. Schwangerschaftswoche und wir haben noch gar nichts gekauft. Also gar kein Nichts fürs Baby. Nichts. Und ich hätte halt gerne mein Nest so langsam fertig. Was dauert halt noch so 6 bis 8 Wochen ungefähr. Aber ja, ich bin halt total ungeduldig. Ich sitze auf Kohlen und ich kann nicht so viel selber machen, wie ich gerne würde. Das ist es auch. Es wird renoviert bei uns im Haus. Und ne, alle sind dann da am Werkeln und ich mache halt die Sachen, die, ja, körperlich nicht anstrengend sind, nicht gefährlich sind, also nicht auf eine Leiter steigen und sowas alles. Ne? Ich kratze dann da die Silikonfugen raus und sowas alles. Und ich würde halt gerne so richtig mit anpacken, ne? So vorankommen. Aber ich weiß ja, dass ich mich schon muss. Ich weiß ja, dass das alle gut meinen. Ne? Auch hier die Kisten, die packe ich. Und wenn die dann zu schwer sind, ich stelle die hier auf den Tisch. Also die Kamera steht auf dem Tisch. Dann stehen die Kisten halt hier drauf und dann sind die so schwer. Weiß ich ja nicht, wie viel Kilo man so heben soll. Und dann denke ich, ja komm, dann lässt sie die halt stehen, bis der Bernd heute Abend kommt. Dann fühle ich mich so, nicht hilflos, aber so nutzlos. Alle haben so viel zu tun.
Ja. Und ich kann nicht mal die Kiste von A nach B schleppen, ne? Obwohl es mir ja gut geht, Gott sei Dank, ne? Also ich fühle mich echt super. Als es so heiß war, das war echt ätzend teilweise. Normalerweise liebe ich die Hitze Anfang August. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Das war so heiß und da bin ich so echt teilweise auch an meine Grenzen gekommen, weil ich habe so niedrigen Blutdruck. Und wenn es so heiß ist, dann geht der noch weiter runter und dann war mir schwindelig und da musste ich aufpassen, wenn ich aufstehe, dass ich nicht zusammenklappe und so. Aber jetzt ist es halt so richtig herbstlich und mir geht es wunderbar damit. es geht mir echt super. Was ich so lese, was einige Schwangere für Probleme haben, habe ich gar nicht. Also, ja, klar, ich bin halt schwanger. Ne? Natürlich habe ich auch empfindliche Brustwarzen und ich habe mal Krämpfe in der Nacht in den Beinen, dass ich dann wach werde und so. Aber ich bin halt schwanger. Das ist jetzt ja nichts, womit ich euch stundenlang belasten soll. Also halt nicht so das Negative hervorheben. Ne? Oder wenn ich halt schlafe, dann fällt es mir mittlerweile schwer, mich über den Rücken halt so umzudrehen. Ne? Das ist halt doof, weil die Kugel halt dann ein bisschen im Weg ist. Aber alles ist im Normbereich. Ich bin halt schwanger. Mein Hebammentermin, den musste ich ja leider absagen. Also ich mache ja halt Vorsorge ohne Frauenarzt. Ich gehe nur zur Hebamme, wo ich erst einmal war bis jetzt. Weil meinen letzten Termin musste ich halt absagen, da ich mich so gefühlt habe, als ob ich krank werde. Und dann habe ich dann lieber abgesagt den Termin bei der Hebamme, bevor ich krank werde und sie anstecke oder so, weil die muss ja halt bei den Geburten dabei sein, darf nicht krank werden. Ich wurde dann doch nicht krank, was ja auch gut ist, aber ich hatte den halt abgesagt für nichts. Und jetzt habe ich halt nächste Woche wieder einen Termin. Also wir haben 2 Wochen dann Abstand gemacht. Und ich hoffe, weil jetzt zurzeit Bernd war krank, jetzt ist Calvino, also der Große, krank oder wird gerade krank. Und ich hoffe, dass ich nicht krank werde, dass ich dahin kann diesmal, weil jetzt sind auch schon wieder 4 Wochen seit meinem ersten Hebammentermin vergangen. Und ja, ich würde mich auch gerne darum kümmern, denn ich würde die Hebamme gerne näher kennenlernen. Der Geburtsvorbereitungskurs fängt ja Ende Oktober an. Und einfach so. Ja, keine Ahnung. Die könnte ich auch gut fragen nächste Woche, ob das wirklich Übungswehen sind oder was das ist. Deswegen freue ich mich da drauf. Ne? Auch so ein paar Fragen zum Stillen habe ich noch und ich hoffe, dass ich diesen Termin wahrnehmen kann. Von ganzem Herzen. Ich möchte dann wirklich hin am Mittwoch. Weil ich jetzt gerade so gesagt habe, dass wir noch gar nichts gekauft haben fürs Baby. Das soll jetzt nicht heißen, dass wir hier voll die Mega-Ausstattung kaufen wollen. Also wir werden überhaupt gar kein Kinderzimmer kaufen. Einen Kinderwagen, den bekomme ich von, oder wir bekommen den von meiner Schwägerin. Weil ich vermute, dass wir den auch gar nicht so stark nutzen werden. Ich habe vor, ganz viel Tragetücher zu nutzen. Also vielleicht später als Buggy. Aber dann ist auch schon wieder so, gibt es ja diese Buggies für 20 Euro oder so, diese leichten, ne? Dann würde ich eher sowas vielleicht nehmen. Aber halt einen Kinderwagen dazu haben ist auch schön. Vielleicht nutze ich ihn ja doch öfter, ich weiß es nicht. Ja, halt ein Kinderzimmer würden wir gar nicht benutzen, weil wir ein Beistellbett möchten wir gerne haben. Und dann wird das Kind sowieso erstmal bei uns schlafen. Und jetzt sage ich mal zum Beispiel einen Wickeltisch, wenn der oben im Kinderzimmer steht oder im Babyzimmer. Ich laufe ja nicht, wenn ich dann wickeln muss, immer die Treppe hoch, um oben zu wickeln. Das mache ich dann halt unten auf dem Sofa. Oder wir haben so einen Hauswirtschaftsraum, dass man sich da irgendwie eine Ecke einrichtet, wo man auf Waschmaschine gibt es ja auch so Wickeltischauflagen oder wie auch immer. Keine Ahnung. Aber ich glaube, ich würde einfach auf dem Sofa wickeln oder im. Wie heißt das? Ist das ein Laufstall, habe ich überlegt, hätte ich gerne, weil wir haben ja einen Hund, den Smurfy. Und die Leute, die unsere Vlogs auch schauen, die wissen, dass Smurfy eine wilde Nudel ist. Es ist halt wirklich durch und durch ein Beagle. Und deswegen hätte ich gerne ein. So, ist das ein Laufstall, was man, sage ich jetzt mal, ins Wohnzimmer stellt und dann kann man das Baby da reinlegen oder später kann man das weiter runter machen zum Spielen. Dass man es halt dann da drin wickelt, wenn wir überhaupt wickeln, weil wir wollen ja auch gerne windelfrei versuchen. Also
Stoffwindeln und Abhalten und sowas alles, ne? Da werden wir uns dann mit befassen. Das habe ich beim ersten Kind nicht gemacht. Der ist ja schon 10 Jahre alt, also der ist groß. Da habe ich mich nicht so mit befasst. Ich schätze mal, so direkt nach der Geburt würden wir schon erstmal Wegwerfwindeln nehmen, halt um erstmal, ne, zur Besinnung zu kommen und ein bisschen abzuheilen den Körper, ne, so. Aber dann schon würde ich gerne versuchen, halt mit Abhalten. Nicht zwanghaft, wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht, ne? Aber vielleicht auch Stoffwindeln vermehrt. Ja, mal gucken. Da habe ich mich jetzt noch nicht so festgelegt oder wir uns. Das ist was, was wir gerne machen würden. Aber das lassen wir halt auf uns zukommen, ne? Nicht so versteifen, sondern immer so go with the flow. Das wird sich schon alles entwickeln. Und es wird schon irgendwie laufen. Ja. So ist der Plan. Also eine minimalistische Babyausstattung. Was ich auf jeden Fall haben möchte, ist, habe ich gesehen, es gibt so Pads für die Brüste, wenn man stillt. Da kann man dann 2 Paar haben. Also ein Paar kühlt man und ein Paar wärmt man, weil vorm Stillen kann man die ja dann wärmen, dass das so der Milchfluss angeregt ist. Und nach dem Stillen kann man die kühlen, dass es sich wieder so ein bisschen zusammenzieht. Ne? Weil ich hatte mit meinem großen Sohn, wo ich gestillt habe, da wäre sowas richtig klasse gewesen. Ich habe mir immer Quark drauf gemacht und ich sag euch, dieses Quark, das fleddert dann überall hin, wenn es warm wird. Und das ist, oh, das wirkt zwar auch entzündungshemmend und so, kann man zwar machen, ne, weil ich hatte echt rissige Brustwarzen und so, ne. Das kann man mal machen, aber so für zwischendurch mal eben einfach zack ein kaltes Kühlpad drauf. Das möchte ich auf jeden Fall haben. Es ist schon wirklich einfacher, wenn es das zweite Kind ist, muss ich sagen. Weil dann hat man schon so ein bisschen gefiltert, so was braucht man nicht. Und ja, ich freue mich total, dass ich das nochmal erleben darf. Und ja, das so ein bisschen entspannter auch zu erleben. Beim ersten Kind, da war ich echt hibbelig, weil ich sogar keine Babys im Umfeld hatte und auch keine kleinen Geschwister und so. Und ja. Ich freue mich darauf. Ja, das war eigentlich alles, was es zu der 22. Schwangerschaftswoche oder von der 17. bis zur 22. Woche zu sagen gibt. Ich weiß nicht, wann das nächste Update kommt. Es kann sein, dass es wirklich erst kommt, wenn wir im neuen Haus sind. Weil hier der Hintergrund, ne, das ist echt doof. Und ich filme jetzt mit dem Handy, weil ich habe nirgendwo hier einen Platz, wo ich meinen Laptop hinstellen kann. Ja, deswegen... Ich habe mir vorgenommen, also im neuen Haus habe ich halt auch einen Platz, ne, wo ich meinen Laptop immer stehen kann, hinstellen kann und meine Kamera und alles zum Aufladen. Hier muss ich immer alles wegräumen, weil wir hier nicht so viel Platz haben. Und deswegen ist es für mich immer schöner, mit dem Handy zu filmen. Deswegen ist aber auch die Qualität dementsprechend. Und wenn wir dann umgezogen sind, dann ja, möchte ich das alles ein bisschen verbessern. So ist der Plan. So, und jetzt... drehe ich weiter meinen Vlog, den ich heute für euch drehe, und ich danke euch fürs Zuschauen und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!